Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 19 PS4 der Felsbrunnen. Heute erste Folge am Samstag. Und wir müssen natürlich heute auch versuchen, unser Silo zu verdichten. Ich denke mal, da werden wir uns so eine Silo-Walze noch am Shop holen. Aber vorher sollten wir, glaube ich, unseren Drescher leer machen und das restliche Soja verkaufen. Weil es wird natürlich weiter gefallen sein. 1848 vorgestern haben wir nicht kriegen. Mal knapp 20.000, was dann drin ist. Hänger. Preistechnisch 1837 ist noch nicht so weit gefallen. Das muss auf alle Fälle sofort verkauft werden. Unser Drescher. Leitwerk muss auf alle Fälle repariert werden. Unser Drescher selber muss auch repariert werden. Und dann werden wir Feld 22 als Option annehmen. So, da kann der Drescher noch ein bisschen arbeiten. Ich denke mal, werden wir nicht allzu viel abfahren müssen. Ich habe nur überhaupt nicht geguckt, wohin wir überhaupt. Hätten wir vielleicht mal gucken sollen, nicht so mal quer über die Map sollen. Vorzugsweise sollten wir jetzt nicht über die Leitplanke mitnehmen. Helfer I wird durch ein Objekt blockiert. Der Drescher und der Flug kommen die sich wohl noch bequere. Müssten ja 36.000 werden, genau. 181.000. Ich denke mal, da können wir schon ein bisschen was mit anfangen. Alle Fälle, nächste Investition muss ja eine Kalkstation werden. Die wir uns an den Hof hinstellen wollen.
Ach ne, unser Drescher hängt am Häcksler. Beende dann noch ohne Grund die Arbeit. Geht ja gar nicht. Den Häcksler können wir natürlich auch gleich erstmal zurückgeben. Ich habe das Mietfahrzeug. Geben. Ein Schneidwerk zurückgeben. Ich hoffe mal, dass wir das nächste Mal häckseln wollen, dass wir uns vielleicht einen Häcksler leisten können. Und die Silage, was jetzt drin ist, nur für die Tiere würde ja ewig reichen. Die Hälfte davon können wir sicherlich auch verkaufen. Oder ab und zu einen Hänger voll verkaufen. Ja, warum ich jetzt hier hinfahre, weiß ich auch nicht. Ich muss dorthin. Eigentlich bräuchte man ja fast noch einen neuen Trecker. Der könnte jetzt noch Kalk streuen. Ihr seht immer noch keiner an. Den lassen wir komplett erstmal hier so stehen. Nehmen den und fahren erstmal zum Shop. Wird man hier unser Silo verdichtet kriegen. Das hier ist noch Saatgut und Dünger. Und auch mal bei Gelegenheit noch mit wegholen. So, Silo-Walze. Wird dann noch hier so eine Mod-Walze, aber weiß ich nicht, 3 Meter. Die ist 4,80 Meter, schon breiter. Hier steht noch da, man könnte sie mit Gewicht kombinieren. Alle Fälle werden wir sie uns kaufen. Denke ich mal, wird ja nicht das letzte Silo sein, was wir machen. SB 1600 oder ein Akku 1500. Was gucken. Hier hänge ich es eigentlich an. Ist ja auch kein Gewicht mehr. SB 1600. Keine Ahnung.
Entweder passt es oder es geht nicht. Da kann ich nichts anhängen. Ui, also sie war zu genau. Gut. Weiß ich nicht, wie es gehen soll. Also das Gewicht. Sicherlich klar wieder verkaufen. Vielleicht weiß es auch einer, wie es geht. Kann mal schreiben. B16 dort. Keine Ahnung. Also verschwindet komplett. Und da werden wir ganz schön lange hin und her fahren können. Drescher ist auch schon noch fast voll.
unser Hafer ist auch erntereif geworden. So, 45% haben wir schon. Ich würde sagen, wir müssen erstmal zu unserem Drescher gucken. Ja, in der Sekunde ist er nämlich auch voll. Boah, Wahnsinn, wie viel Bahn der hier geschafft hat. 7,5 Bahn fast. Mal hier stehen lassen, der ist fast fertig. Ich denke mal, das werden wir auch heute in der zweiten Folge abschließen können. Dann hier werden wir noch verdichten. Ob es eine bessere Methode gibt, das zu verdichten. Vielleicht ein anderes Fahrzeug. Möchte ich nicht zweifeln. Man hätte vielleicht beim Aufschütten schon mal ein bisschen mehr verdichten sollen. Haben wir 51%. Ich würde sagen, die 100% holen wir uns dann heute in der zweiten Folge. Soll es erstmal gewesen sein. Nochmal vielen Dank fürs Einschalten. Heute Nachmittag. Bis dahin. Tschüss.